Guten Tag und recht herzlich willkommen bei Musik 24. Wir sind wieder auf der Suche nach den Feuerbräuchen. Wir haben ja schon ein paar angetroffen und ein paar Sachen gesehen. Heute sind wir wieder an einem speziellen Ort, und zwar in Biel-Bänken. Biel-Bänken, muss man richtig sagen. Und wir wollen jetzt mal schauen, was da jetzt genau passiert. Ja, guten Tag. Wer bist denn du und was machst denn du da Schönes? Ich bin Peter Jäcki und ich rüste Holz für Fackeln. Wir machen Fackeln, dass wir Fackeln schwingen können heute oben. Und für das müssen wir Holz rüsten. Ich habe hier Kienig Holz. Das ist Holz von einer Föhre, wo möglichst harzig ist. Man sieht hier so die rötschelige Farbe. Hier hat es Harz drin. Das ist Holz, das gut brennt. Und das brauchen wir für unsere Fackeln, für die Kienfackeln. Das Holz ist 50 cm lang, 45 cm lang abgesägt. Das wird gelagert hier. Und dann rüsten wir das Rüsten aufspalten und anspitzen. So, dass wir Holz zur Verfügung haben, zum Fackeln zu machen. Dann würde ich mal sagen, auf geht's! Das ist ein Instrument, das man heute nicht mehr viel braucht. Die Ziehbank hier hat verschiedene Namen. Aber das ist ja kein sauber Teil, das du hier hast, oder? Ja, es ist einfach so, wenn du beide Hände am Ziehmesser hast, kann da nicht viel passieren. Das Problem ist immer, wenn du ein Messer hast und du eine Hand frei hast. Das ist auch der Grund, warum sich die Leute immer in die linke Hand schneiden, weil es mehr Rechtshänder gibt als Linkshänder. Das sagt der Doktor, hä? Was ist denn das für ein komisches Ding, das du hier hast? Wie sagt man dem? Wir sagen dem hier Ziehbank. Weil man eben mit dem Ziehmesser arbeitet. Es hat aber auch andere Namen. Also Schnitzbank oder Schnitzelbank oder Ziehbock. Da gibt es verschiedene Namen. Es gibt Leute, die sagen, der Name Schnitzelbank, der sei von dem her, von dem Instrument her, dass man hier an dem Ziehbank oder eben Schnitzelbank Zeit hat, um zu nachzusinnen, was man für Schnitzelbank könnte dichten. Also ich kenne jetzt, also respektive, ich habe das auch schon mal gesehen bei einem Schindlermacher. Also ein Schindlermacher hat so ein ähnliches Ding gehabt. Ich weiss jetzt nicht, ob es sogar etwas Ähnliches ist, auch noch können so einspannen, um nachher schön die Spöne abziehen, für die Holzschindeln zu machen. Das ist natürlich ein Instrument, das man früher viel mehr gebraucht hat, als der Wagner hat das gebraucht. Man hat viele Sachen früher selber gemacht, wenn man einen Hammerstiel hat machen oder wenn man einen Stiel hat machen für irgendetwas, dann hat man eine Ziehbank brauchen. Das ist ein einfaches Gerät und es war dienlich, man ist vorwärts gekommen, man kann so relativ zügig arbeiten. Das ist praktisch in jedem Haushalt gestanden. Wir sehen, wir haben hier ein paar gekriegt von der Bürgergemeinde, die halt jetzt heute überflüssig sind, aber das hat es früher in jedem Haushalt gehabt. Gut, also, dann schauen wir, wie es weitergeht. Also jetzt sind wir beim Schritt 2 für den Besen, respektive für die Fackeln. Was machst du jetzt genau? Also jetzt habe ich zuerst ein Holz gerüstet, dann habe ich so einen Haselstecker geschnitten. Und jetzt binde ich den binden und nachher aufspalten. Jetzt wird der geviertelt. Jetzt muss ich Nägeln. Ich muss 4 Nägel einschlagen, damit es noch der Draht, den ich oben mache, nicht weiter runterrutscht. Wie viele von diesen Fackeln habt ihr jetzt bei euch am Umzug, die da laufen? So, zwischen 70 und 80 Fackeln. Da macht dann jeder seine eigene Fackel? Es gibt zwei Arten, wie man diese Fackeln machen kann. Einerseits die Bürgergemeinde anbieten, Fackeln machen gemeinsam. Wir sind dann am Samstag da. Die Bürgergemeinde schaut, dass Holz vorhanden ist, dass Stecken vorhanden ist und das Material. Es kann dann einfach jeder kommen, der will.
Man muss auch nicht irgendwie wissen vorher, wie das geht oder Übung haben. Wir sind auch ein paar, die einander helfen können. Das sind die von der Bürgergemeinde. Das ist ganz wichtig, weil da machen wir gut die Hälfte oder mehr als die Hälfte von allen Fackeln, die werden so gemacht. Die anderen, die werden daheim gemacht. Da gibt es einige, die viel machen, Familie. Es gibt auch andere, die nur ein paar wenige machen. Aber es ist halt so, wenn man das Holz rüsten muss, ist das einfach ein Aufwand. Es hat heute nicht jede Möglichkeit, zum Holz zu rüsten und zum das zu machen. Ich fange jetzt an und tue hier mal 4 von diesem Fackelholz einfach hier rein, dass es unten ein bisschen spreizt. Und dann kommt noch schon wieder der nächste Brot. Wie lange sollten die brennen, wenn sie richtig gemacht ist? Ja, es kommt darauf an, was für Holz du hast. Erstens einmal. Je mehr Kienfaul es ist, also je mehr harzig es ist, je schwerer wird die Fackel, weil das ist Schwerholz, je schneller brennt sie. Je weniger Kienig es du hast, je langsamer brennt sie. Das ist einmal das Erste. Das Zweite ist, es kommt darauf an, wie viel du die schwingst. Wenn du die nicht schwingst, brennt sie langsamer. Wenn du die schwingst die ganze Zeit, brennt sie schneller. Auf das kommt es darauf an. Und darum ist es schwierig zu sagen, wie lange eine Fackel brennt. Ich denke eine Viertelstunde, wenn du sie schwingst. Wenn du sie nicht fest schwingst, brennt sie länger. Aber es kommt darauf an, wie viel Holz du da reinklopfst. Gibt es denn da irgendeinen Glückwunsch oder so, wo man sagt, den Fackel tragen, wenn er losläuft? Oder? Nein, Fackel schwingen kennen wir das nicht. Vielleicht gibt es einen anderen Ort. Aber da gibt es natürlich von diesen Feuerbrüchen, Fasnachtsfeuerbrüchen, gibt es 1000 Varianten. Und jeder ist natürlich überzeugt, dass er die schönste hat. Und wir haben natürlich auch die schönste. Aber ihr habt ja immer gesagt, bei euch ist es kein Fasnachtsfeuer. Das Rädchen schicken, ein Fasnachtsfeuer, ja. Es ist eigentlich schon ein Fasnachtsfeuer. Aber es hat, ich glaube, es ist ein ganz urtümlicher Feuerbrauch, den man eigentlich gemacht hat, entweder zum Winter vertreiben, wahrscheinlich das, andere sagen, es sei ein Fruchtbarkeitsbrauch gewesen. Das Rädchen schicken ist schon sehr lang bekannt, ist sicher schon vor 1000 Jahre schriftlich auch bekannt war, nämlich mal ein Kloster angegangen beim Rädchen schicken, weil ein fliegendes Rädchen in den Dachstuhl geflogen ist. Und das ist schriftlich, die Dokumente gibt es. Und das ist in verschiedenen Varianten, in ganz Mitteleuropa hat man das gemacht. Ja. Aber speziell in Belbänge? Ja, natürlich, ja. Ja gut, also, dann haben wir mal gesehen, wie da so eine Base gemacht wird. Wir lassen ihn jetzt so noch fertig machen. Und wenn wir mal schauen, was die Kinder jetzt noch machen, nach dem Holzsammeln im Dorf. Und das ist ja auch ein alter Brauch, dass die Kinder gehen das Holz zusammensammeln für ihr Fasnachtsfeuer, respektive eben ihr Feuer für zum Rädchen schiessen. Und man sieht, in mühevoller Handarbeit wird das Holz im Dorf zusammengesammelt von den Kindern und dazu wird das traditionelle Lied gesungen. Nein,
Sammeln werden im Dorf Holz und Wellen. Die Wellen, das sind Abschnitte von Bäumen oder Sträuchern, die man früher auch so gemacht hat, um Brotöfen einheizen oder den Ofen in der Küche. Und jetzt wollen wir mal schauen, was der Peter in der Zwischenzeit gemacht hat. Er hat uns gesagt, er würde noch ein paar Rädchen machen von Hand. Ja, du Peter, jetzt hast du etwas gesagt von Scheiblen schiessen, die und doch jetzt, wie macht man die? Die müssen ja rumziehen irgendwie, dass man die abschlagen kann. Also bei uns sagt man dem Rädchen schicken und nicht Scheiblen schiessen. Es gibt aber hier ganze Haufen Namen für das Scheiblen schiessen oder für das Rädchen schicken. Wir nehmen runde Rädchen, es gibt Orte, da heissen viereckige Rädchen. Es gibt ganz verschiedene Arten, wie man die Rädchen machen kann. Die meisten Rädchen, die hier zu Bänken geschickt werden, die werden, macht uns das Wagner Hemd sein Hansrüdi. Das ist ein Mann, der jetzt auch schon älter ist, wo die auf einem alten Drechselbank macht. Ihm sein Vater, das war der Wagner im Dorf, wegen dem Wagner hat sein Hansrüdi. Der war der Wagner und der Hansrüdi, der hat seit 1951 bis jetzt hat der immer Rädchen gemacht. Also wahrscheinlich in seinem Leben weit über eine halbe Million Rädchen. Jedes Jahr. Und die hat man dann bei ihm können beziehen. Und er ist eigentlich einer der Hauptverantwortlichen, dass wir das Rädchen schicken immer so haben können machen. Weil das Rädchen machen von Hand, das braucht einen Haufen Arbeit und das braucht einen Haufen Geduld. Und die ist halt nicht immer vorhanden, wenn man so 50 Rädchen will machen. Die hat man nicht gemacht in einem Oben, wenn man die von Hand will machen. Für das hat man früher eichig Holz genommen. Man hat möglichst einen Spälter genommen mit frischem Eichen, der noch ein bisschen nass war. Hat dann die Spälter gekürzt und hätten das aufgespaltet. Dann hat man so Brettchen gehabt und die Brettchen hat man in der Mitte angebohrt. Die hat man ziemlich am Anfang gebohrt, damit man sie hier drauflegen beim Ziehbock, dann sind sie nämlich nicht gerutscht. Und dann hat man von Spitzen die Rädchen von Spitzen. Für das muss ich aber einen anderen Ziehbock nehmen, den klemmt man zu wenig. Man hat die eichigen Brettchen, wo man jetzt hier eingespannt hat, dort man anspitzen. Eichig Holz, vor allem wenn es trocken ist, ist ziemlich zäh. Und darum nimmt man, wenn möglich, Brettchen, wo vom frischen Holz, das noch feucht ist. Also eine saure Arbeit, wie man hier sieht. He? Eine saure Arbeit und ein Geduldsspiel. Ja. Jetzt kann ich zeigen, im nächsten Stadium. Ich habe Er hat etwas vorbereitet. Hey, er hat etwas vorbereitet. Super. Fast wie in der Kochsendung. Du musst schnell den Backofen auf und dann schon fertig. Nein, aber du musst schon noch ein bisschen arbeiten. Wie so ein Öfen, meinst du? Ja. Das ist ein bisschen besser. Also, wie viel Scheibli tust du denn hier, oder respektive Rädli, wie ihr sagen, da, tust du denn hier in einem oben so schicken? Ja, ich würde sagen, wenn du ein bisschen geübt bist und gleich gehst, vielleicht 50. Also, dann würde ich sagen, dann hast du dein Fitnessprogramm hinter dir, wenn ich dem jetzt so zuschaue, was du da musst machen. Ja. Also es ist eine Beschäftigung, die lang kannst vertun, oder? Und eben, wenn man denkt jetzt, jedes Jahr werden doch 4'000-5'000 Rädchen geschickt in unserem Dorf, oder? Wenn die alle so mich, das gehe ich lang. So, jetzt müssen wir einen Bleistift holen. Jetzt kann man es anzeichnen. Im Prinzip kann man das Rädchen so nehmen, drüllen, bis man die Rundung hat. So. Und jetzt nimmt man ein Sattmesser. Und jetzt hat uns der Peter können eindrücklich zeigen, wie man von Hand früher die Rädchen gemacht hat. Ein Wahnsinnskrampf. Natürlich kann ich natürlich ein bisschen mehr noch über den Brauch erfahren in Bielbänken. Und ich bin mit dem Peter an die Feuerstelle, respektive an den Brandplatz, aufgegangen und habe ihn dort noch ein paar Sachen fragen. Peter, will uns jetzt etwas über Bielbänken erzählen? Was ist denn da bei euch so? Warum habt ihr eigentlich zwei Feuer, habe ich so mitbekommen? Wieso ist das so? Es ist eine lange Geschichte und das hat mit den Grenzen zu tun.
Wir sind eine Gemeinde oder ein Ort, wo Grenzen eine grosse Rolle spielt. Wir haben ja zwei Seiten von unserer Gemeindegrenze, sind Landesgrenzen. Eine Seite ist Kantonsgrenze und eine Seite dort sind unsere Nachbargemeinden, die auch vom Kanton Basel-Land sind. Wir sind bei Bänken eigentlich von Alters wegen sind wir ein bisschen speziell, weil ringsum ist alles katholisch. Wir sind die einzigen zwei Gemeinden, die reformiert sind. Das ist darum, weil früher haben wir hier einen Ritter gehabt, dem hat das Dorf gehört, der hat zu wenig Geld gehabt und dann hat er Geld gelehnt von den Basler Bürgern. Selmal haben die gehabt, das Bürgertum dort, die Zünfte, haben Geld gehabt, haben dem Geld gelehnt, der hat es nicht zurückzahlen können. So ist nachher die Gemeinde, Bühl und Bänken, sie ist der Basel zugefallen. Die Basel sind in der Reformation, wie das ganze Gebiet auch. Und die ringsum, die sind dann noch später in der Gegenreformation wieder zurück, sind wieder katholisch geworden. Und Bühl und Bänken sind bei der Basel geblieben. Darum sind wir hier ein bisschen abgeschlossen gewesen. Trotzdem hat es zwei Dörfer gegeben, das Bühl und das Bänken, wo eine Haufen Sachen zusammengekommen haben. Es war zusammen eine Bürgergemeinde, es war zusammen eine Kirchgemeinde, wir hatten zusammen eine Schulpflege, wir hatten zusammen sozial, also Armengenössigkeit, war eine Gemeinde, aber die Wohngemeinde war getrennt. Und 1972 sind die beiden Gemeinden fusioniert und die Einwohnergemeinde ist auch noch zusammengekommen. Aber es hat sich in der Brauchtum, vor allem jetzt im Redlischicken, hat sich das einfach weiter erhalten, dass beide Gemeinden einen eigenen Brauch haben, der quasi parallel verläuft miteinander. Und so ist es geblieben bis heute. Also dann wären ihr eigentlich ein bisschen Vorzeigemodell für alle die Gemeinden, die mal fusionieren wollen und Angst haben um ihre Brüche, dass man es eigentlich trotzdem noch aufrechterhalten könnte, auch wenn man fusioniert hat? Ich glaube schon, dass wir ein bisschen ein Vorzeigemodell sind, in dem, was wir ganze Haufen Teilbereiche zusammengelegt haben, bevor wir die Wohngemeinde zusammengelegt haben. Also wir haben eben zusammen eine Kirchgemeinde gehabt, wir haben zusammen Vereine gehabt, es hat einen Schützenverein gegeben, es hat einen Männerchor gegeben, nicht zwei, es hat einen Frauenchor gegeben, einen Turnverein. Und das ist über lange Zeit ist das so gelaufen. Und am Schluss haben wir halt noch die Wohngemeinde auch noch zusammengelegt. Und ich glaube, diese Art von Fusionierung ist wahrscheinlich die schonendste, wenn man es am wenigsten Strukturen zerstören, wenn man es Schritt für Schritt macht. Wie ist denn das jetzt mit den Feuern? Also die Feuer hat ja jetzt gleich jeden eins, das ist ja nicht ein gemeinsames Feuer. Haben ja auch Unterschiede dort? Wie sehen die aus? Ja, es sind schon kleine Unterschiede. Es hängt damit zusammen, dass sie an einem anderen Ort sind. Die sind auf ihrem alten Bann haben die ihre Feuer, wir haben auf unserem alten Bann ihre Feuer. Die anderen Unterschiede hängen damit zusammen, dass halt dort zum Beispiel das Wellensammeln ein bisschen anders läuft. Es hat dort vielleicht ein bisschen weniger Wellen, die von außen sind. Und darum tut man die Kinder zusammen mit Erwachsenen zusammensammeln. Aber das sind eigentlich kleine Unterschiede. Also wir haben das Redlischicken, sonst ist an beiden Orten gleich. Das Fackelschwingen ist an beiden Orten gleich. Wir machen Fackeln zusammen. Wir beziehen auch die Redl am gleichen Ort. Also von dem her, die Unterschiede sind eigentlich nicht gross. Was ich gesehen habe, als wir ein bisschen durchs Dorf gelaufen sind, dass die Kinder ganz allein das Holz einsammeln, hat das einen bestimmten Grund? Ja, wir wollen das. Das Problem ist immer, wenn du einen Brauch erhalten willst und du willst den Brauch zu fest strukturieren, das heisst, es ist ein Organisationskomitee, das macht, dann tun alle, die nicht in diesem Organisationskomitee sind, die tun vornehm zurücktreten. Und Kinder machen das auch. Die Kinder die laufen gerne mit, wenn sie selber nichts mehr machen. Aber wir wollen gerne, dass wir den Kinderbrauch als Kinderbrauch behalten. Und darum müssen wir die allein schicken. Die ältesten Kinder, die jetzt in die 9. Klasse gehen, die sollen schauen, sollen das Kärchen ziehen. Sie wissen es ja, sie sind ein paar Jahre hinterher gelaufen und die eigentlich können sie es. Wie weit sind denn die Schulen noch in diesen Brauch involviert bei euch im Dorf? Im Wellensammeln und im Redlischicken eigentlich nicht mehr direkt. Aber wir schauen, dass wir ein bisschen Nachwuchs anbringen und dass jeder, der hier in die Primarschule geht, einmal sieht, wie das Ganze geht. Damit also auch die Kinder, die einziehen ins Dorf, die neu kommen, und das sind natürlich die meisten, unser Dorf ist auch gewachsen, dass die das auch kennenlernen. Also jedes Kind, das bei uns in die 5. Klasse geht, kommt einmal am Morgen lang zu uns, kann schauen, Fackeln machen, kommt schauen, wie man Rädchen macht, geht auch schauen, wie sie Rädchen machen, wie beim Herr Löw hinten. Und lernt so den Brauch kennen. Ich habe zum Beispiel dieses Jahr
haben wir mit den Schülern etwa 10 Fackeln gemacht. Und die 10 Kinder, die können jetzt auch Fackeln schwingen. Und das ist unser Beitrag, unter anderem mit der Schule zusammen, für den Nachwuchs. Ja, super. Dann wünschen wir alles Beste für den Brauchtum bei euch im Dorf, dass der lang weiterleben mag. Und wir werden heute oben, wenn es dunkel wird, werden wir ein paar Impressionen einfangen. Und lassen uns mal überraschen, was wir hier sehen, vom Besenschwingen über Schieble oder Rädchen schiessen und und. Wir hoffen, dass das Wetter noch ein bisschen mitmacht. Es war im Moment leider ein bisschen regnerisch gewesen, aber ich glaube, das tut den richtigen Pyroman nicht davon abhalten, oder? Ja, wir sind keine Pyromanen, aber wir haben natürlich Freude am Rädchen schicken. Wir haben jetzt die Rädchenbänke auch abdeckt mit Plastik, dass sie nicht ganz nass sind. Wenn sie nass sind und so schmierig sind, dann rollen die Rädchen nicht schön ab und dann fliegen sie schlecht. Und darum haben wir jetzt sie abdeckt, heute oben nehmen wir das auch weg.